Möchte ich möchte euch da kurz ein Update von der Entwicklung von der Kuhschelle zeigen. Ihr seht, sie hat ihre Blüte, da sehe ich noch eine Restblüte, schon abgelegt. Wenn es erfolgreich befruchtet ist, wachsen die Stängel noch beträchtlich in die Länge. Und hier oben sitzen jetzt die Früchte, wobei jede einzelne Frucht mit so einem haarigen Anhängsel versehen ist. Wenn das Ganze dann trocken ist, dient es der Ausbreitung, kann der Wind erfassen und forttragen. Aber eben auch eine andere tolle Besonderheit, wenn so eine Frucht mit dem Härchen am Boden liegt und eintrocknet, dann knickt das praktisch so, ich versuche das da zu sagen, so nach unten ab und ist. Ich kann das mit einer Hand nicht richtig sagen, macht nichts. Stellt euch vor, wenn es trocken wird, dann knickt es ein. Wenn es feucht wird, dehnt sie sich wieder aus und kann so eine Art Schiebbewegung machen. Also einknicken, liegen, ausstrecken, ein Stück nach vorne kommen. Nicht das ganze Köpfchen, sondern auch so eine Einzelfrucht. Und kann sie somit eigentlich selbstständig ein bisschen bewegen. Und wird aber auch von Tieren weiter verschleppt und ausgetragen. Ja, diese Hochblätter haben einmal die Blüte, die was ohne Kelch ist oder war, geschützt. Also das heißt, die Blüte war da herunten. Und jetzt schaut einmal, wie stattlich das Ganze geworden ist. Also, ihr habt da jetzt die reifenden Früchte von der Kuhschelle, Küchenschelle genannt, gesehen.